Servus und grüß euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für Transportfieber 12 auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, einer der fehlenden ICEs ist jetzt für Transportfieber 2 verfügbar aus der Mod-Werkstatt. Wir haben den ICE-T. Den ICE mit Neigetechnik der Deutschen Bahn bezeichnet worden sind ja die bei der Deutschen Bahn als Baureihe 411 und 415. Sind immer mit Neigetechnik ausgestattet. Für nicht jetzt die Schnellfahrstrecken geplant gewesen, sondern für die Zubringerstrecken, weil dort ja die Kurvenbögen höher sind und damit man dort auch höhere Geschwindigkeiten fahren kann, gibt es eben die Neigetechnik bei diesen ICEs. Sieht man natürlich auch gleich an den Drehgestellen. Ist also eindeutig erkennbar. Und ich habe mal so einige Modelle, die da jetzt enthalten sind, in dem Paket hier mal auf die Schiene gestellt. Hier sage ich mal den ganz normalen, einfachen, schönen Standard ICE-T der Deutschen Bahn. Wenn ich von der Nummer drauf kann, kann ich lesen. So, einmal schön am ICE-T entlang. Das Wichtigste natürlich, das Bordbistro, welches nicht fehlen darf. Wunderbärchen. Ja. Nur die zweite Klasse. Muss halt auf der anderen Seite eigentlich die erste Klasse sein, hinten beim Bordrestaurant. Dann habe ich hier mal, dass man auch sieht, das Ganze mal gekuppelt. Das ist jetzt also da, wie man es abzählen konnte, der fünfteilige ICE. Es sind also mehrere Varianten, wie gesagt, enthalten. Da dürfte dann hier die erste Klasse sein, genau. ICE-T Altenbeken. Das Bordrestaurant, das sollte dann eigentlich der nächste Fünfteiler sein, den wir hier sehen. Auf der anderen Seite, man hat es im Vorbeiflug schon gesehen, Deutschland schnellste Klimaschützer, darf natürlich auch nicht fehlen. Der hat jetzt einen Unterschied zum anderen, Entschuldigung, das habe ich gerade vergessen, das ICE-Logo am Schnäuzelchen vorne dran, während das beim anderen fehlt. Sehen wir also hier im Triebkopf das ICE-Logo im roten Streifen drinnen. Hier haben wir den Klimaschützer mit dem ICE-Logo, Deutschland schnellster Klimaschützer. Das sollte jetzt hier eigentlich einmal die siebenteilige Variante sein, den man natürlich auch als fünfteilige Variante dabei haben. Also hier einmal der Siebenteiler und dann gibt es den gleichen in der gekürzten Version als Fünfteiler. ICE Bordbistro. Es sind auch zwei verschiedene Varianten da noch im Mod enthalten. Es sind so viele, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt alle hier raufgestellt habe. Das wollen wir hier kurz durchgucken. Das ist die Variante ICE DB mit ÖBB. Man sieht also, da ist die B-Logo drauf und drunter steht ÖBB. Es sind auch die Versionen der ÖBB selbst enthalten. Wurden ja auch von der ÖBB gekauft und dort als Baureihe 4011 eingepflegt. Da haben wir den Taufnamen Salzburg auf dem ICE hier im Betriebswerkchen. Und für die Freunde der nicht elektrifizierten Strecken, ja, als kleinen Bonus, es gibt den auch die Dieselvariante. Also wir haben auch den ICE TD in diesem Mod enthalten. Das haben wir also hier enthalten. Also ganz vorne hier kein Stromabnehmer drauf, es ist hier oben der kleine Auspuff für die Dieselabgase und hier ist also das Schmuckstück noch enthalten, das also in Transportfieber 2 noch auf die Schiene gebracht werden kann. In der Realität ist das Ding ja mittlerweile ausgemustert oder nur noch als glaube ich, Messzug unterwegs.
mal wieder so ein kleiner Aufruf an die Zuschauer, wer weiß, was mit den ganzen ICE-TDs passiert ist. Sollten ja mal, glaube ich, verkauft worden sein oder sind teilweise verkauft worden, angeboten, ausgemustert. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, dann haben wir jetzt hier hinten noch natürlich einen passenden Sound dazu. Es gibt auch noch Fahraufnahmen dann natürlich auf der Strecke oder auf den Strecken mit den schnellen Neigetechnikzügen der Deutschen Bahn. Hier einmal die Version einmal in Bord-Bistro-Ausführung. Und dann müsste dahinter angekuppelt sein eigentlich auch die Variante mit dem Bord-Restaurant. Also etwas gemütlicher einmal, wenn man das Ganze eigentlich als Bord-Restaurant-Version. Hier hinten habe ich mir aufgestellt die DSB-Lackierung oder Variante des ICE-TD. Sind also auch noch andere Modelle enthalten. Wer die Fake-Varianten der Züge mit dabei haben will, muss diese beim Aktivieren des Mods in der Modliste, ist natürlich rechts wieder die allseits bekannte Schaltfläche Fake-Version aktivieren. Ja, nein, wer sie also haben möchte, dort auch die Ja natürlich ankreuzen. Dann hat man die ganzen auch als Fake-Variante, wie man sie eben hier hört, bei den Diesel-Varianten auf alle Fälle, da ist dann Ruhe ums Haus. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Den, wie gesagt, gibt es aber dann noch mit Diesel-Sound im Fahrbetrieb zu hören. Wir können uns mal die kompletten Varianten anschauen, der Versionen, die alle mit dabei sind, hier im ICE-Werk. Ganz kurz hier eins der Zugdepots. So, bei der elektrischen Zugkomposition einmal angekommen haben wir hier jetzt den ICET, die Baureihen 411 und 415. Hier wird gesagt, die fünfteiligen Varianten einmal mit DB, einmal mit dem DB ICE Logo, wie man auch schön sieht auf der Seite. Dann haben wir bei den fünfteiligen noch den DB Klimaschützer mit dabei. Wir haben eine siebenteilige Variante, die Baureihe 411 der ÖBB. Siebenteilige Baureihe 411 mit DB Bord Bistro. Das gleiche dann nochmal mit Bord Restaurant. Dann haben wir den mit dem ICE-Logo. Dann haben wir den siebenteiligen 411 als DB Klimaschützer. Und wie auch hier im Video zu sehen, den siebenteiligen DB mit ÖBB. In Kooperation, das gleiche gibt es halt, wie gesagt, wenn man es aktiviert, dann gibt es diese neuen Varianten auch als Fake-Version. Sieht man also hier auch alles mit dabei. Und bei den Zugkompositionen Diesel gibt es dann den ICE-TD. Dann können wir mal kurz nochmal gucken, hier bei den 411 und 415er, wir fahren maximal 230 km/h, es ist eine elektrische Antriebsart, wir haben 3000 kW Leistung, wir haben 150 kN Zugkraft, wir haben eine Kapazität von 64 Personen hier beim Fünfteiler, 6-fache Ladegeschwindigkeit und bei den 7-Teilern haben wir eine Kapazität von 95, wir haben dann 4000 Kilowatt Leistung und 200 kN Zugkraft, da passen 95 Leute rein, das dürfte eigentlich beim jeden gleich sein, genau. So, die Diesel-Varianten haben wir kurz angesprochen hier, die Baureihe 605, den ICE-TD der Deutschen Bahn, den mit DSB-Farben, den DSB-ICE-Logo und den mit dem DSB-Logo, also bei den DSBs drei verschiedene Varianten zur Auswahl. Da steht jetzt auch nochmal als Text dazu, im Jahr 2007 begann eine Vermietung von später insgesamt 10 Zügen an die dänische Staatsbahn DSB, mit der der Verkehr zwischen Hamburg und Kopenhagen später auch von Berlin aus aufgenommen wurde. Dabei wurden die Züge technisch umgebaut und mit einem Logo der DSB versehen. Da haben wir auch nochmal die Anmerkung zum ICE-TD. Ist der einzige dieselbetriebene ICE der DB. Er war ab 2001 im Liniennetz eingesetzt, war allerdings nicht besonders geschätzt oder wirtschaftlich. Der Betrieb endete bereits im Jahr 2017 wieder aufgrund vieler technischer Probleme. Leider, leider, leider. So, hier 200 Stundenkilometer Dieselantriebsart, 1700 Kilowatt, 160 kN,
49er Kapazität. Da ändert sich bei den Varianten nichts, nur die Emissionen sind halt ein bisschen anders. Jo, das soll es eigentlich dann nochmal zu den ganzen neuen ICE-T und TDs gewesen sein, die wir hier jetzt in Transportfieber 2 zur Verfügung haben. Ich hoffe, dass euch diese Mod-Vorstellung gefallen hat. Über einen netten Kommentar unter dem Video würde ich mich natürlich freuen. Genauso die Macher aus der Mod-Werkstatt. Liebe Grüße an meine Kollegen dort. Natürlich an den Trunky, an den Macher der Mod-Werkstatt, wollen wir so nennen, an den Meister der Mod-Werkstatt, an den Obermufti, oder wie nennt man das immer? Genau. Liebe Grüße an den Trunky und danke für diesen Mod, für den noch fehlenden ICE hier für Transportfieber 2. Ich verlinke euch natürlich wieder den Download in der Videobeschreibung und wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den Voraufnahmen und verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Das Wichtigste in dieser Zeit, bleibt gesund und schöne Feiertage. Führt euch dann ins neue Jahr. Liebe Grüße vom Maverick.